Moin Babusse, was geht ab? Und herzlich willkommen zur dritten Folge Overwatch. Heute spielen wir mit Pharah. Und mal sehen, was wir da alles so machen können. Aber Pharah ist ziemlich einfach, deswegen bin ich zuversichtlich. Und hoffen wir einfach mal, wir haben gute Leute im Team. Irgendwo ist immer 12 Uhr mittags. Kurzer Cut, jetzt geht's leider. Musst du noch was einstellen? Die hängen hier auch schon alle vorne rum. Mal sehen, wie wir es machen mit Pharah. Sehen, wie wir uns anstellen. Eigentlich sollte es nicht so schwer sein. Müssen wir das mal wieder durch die Verteidigung durchsprechen. Ihr seht schon, man kann sich mit Pharah selber anschießen. Das muss man aufpassen. Wo ist es? Wo war es? Hier. Habe ich irgendwie schon eingeladen. Ja, sieht schon, Pharah ist ziemlich easy mit ihrem Raketenschütz. Ich gucke mal, dass ich jetzt irgendwie oben rum rankomme. Das wäre vielleicht was Cooles. Ah, da reicht das Jetpack nicht aus, muss ich erstmal warten. Jetzt. Dann mal gucken. Nee. Wir machen das schon. Wir machen das. Los, jawoll. Jetzt sind wir erstmal hier drin. Pass auf, jetzt kommen gleich die Geier. Fuck. Roadhog. Okay, dann müssen wir andersrum. Vielleicht geht's hier oben noch irgendwo lang. Cool. Hanzo. Der kommt mal her. Zurück, Hanzo, zurück. Wo campt er denn? Hanzo campt hier irgendwo. Fuck, ich hätte die früher einsetzen sollen, die Fähigkeit. Das war einfach nur ganz blöd. Und das ist so dumm, wenn die... Also ich habe geguckt, was die Overwatch-Spieler so am meisten abfuckt. Und es ist genau das, was jeden abfuckt, was mich auch abfuckt. Am wenigsten abfuckt, was ich irgendwie gar nicht verstehen kann, dass das Spiel irgendwie für die Leute 60 Euro kostet, bei mir irgendwie nur 45. Eigentlich nur 40, weil ich einen Rabatt bekommen habe, weil ich die kenne, bei NetGames. Irgendwie kostet es dann nur 45 Euro, also irgendwie lassen sich die Leute ganz schön über den Tisch ziehen. Ganz schön dumm sind die. Also das kann ich nicht nachvollziehen, aber dann, was danach kommt, sind dann immer die May-Spieler, die finden Leute absolut abfuckend. Weil May ist wirklich so, ich glaube, ein Grund, warum ich mich drüber aufgeregt habe. Dann fuckt noch mehr ab, der Bastion fuckt die noch mehr ab, die Leute. Okay, jetzt haben wir Diva erstmal rausgeholt. Trotzdem, scheiße, aufpassen. Oh, nee, ihr seht schon. Ja, taktisches Visier ist auch so eine Noob-Scheiße. Einfach ein Aimbot? Das ist einfach nur ein Aimbot, eine Ulti-Fähigkeit. Eine Aimbot-Ulti-Fähigkeit. Das sind die ganzen COD-Kittys, die hier Solitaire spielen. Jetzt haben wir auch May drin im Gegnerteam. Das ist nochmal scheiße. Dann haben wir ja Diva. Diva ist irgendwie... Da ist jetzt alles gestorben. Natürlich sind alle... Ja, genau. Nix. Hoffentlich kriegen wir es überhaupt noch hin, ansonsten. Ja. Ansonsten ist halt dumm. Scheiße. Super. Freude. Zenyatta kann gar nicht so stark sein, also Zenyatta kann man down kriegen. Oh, hier ist eine Mine. Ach, die ist uns. Fuck, nein, der ist tot. Ich gehe mal kurz hier hoch und guck mal, wie ich von hinten was reißen kann bei einer halben Minute. Ich denke mal nicht, dass wir es noch schaffen werden. Falls doch, sind wir ziemlich geil.
Ja, wir greifen jetzt auch an. Komm, 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 komm. Los, 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 rein, rein. Gute, gute Ulti ist auf jeden Fall von der Symmetria, aufpassen. Kann gefährlich werden. Aber sehr schwer zu spielen, also kann ich hier doch noch nicht spielen. Fuck! Oh. Haha. Haha. So, jetzt mal aufpassen. Hanzo. Ich setze gleich meine Ulti ein, das gehe ich mal hier hoch. Habe ich mir jetzt selbst abgeschossen? Ach, ist ja eigentlich auch gar nicht. Ich sehe wieder keine Killcam. Jawohl, jawohl, jawohl. Ah, jetzt müssen wir erstmal die war wegkriegen. Warte mal, wir machen das mal anders. Wir machen das gleich mal anders. Ah, jetzt macht das mal Iris. Das ist nicht so problematisch. Jetzt! So dumm, so dumm! Ohne Scheiß. Das war auf jeden Fall dabei, nämlich was die Leute abfuckt. Wenn die Ulti geblockt wird, das ist so das Abfuckendste, was es gibt. Also, nee, es gibt noch Schlimmeres. Und zwar, wenn wenn Ego-Spieler drin sind, die wirklich nur auf ihr eigenes gehen, gar nicht erst den Zielpunkt einnehmen wollen oder sowas. Das ist noch viel schlimmer, das ist ätzender überhaupt. May. Das ist wieder so eine Sache. Haut ab. Nichts mitteilen. Oh, Alter, aber wenn die Ulti geblockt wird, ist es wirklich richtig assi. So, jetzt kommt von der Seite welcher. Aufpassen. Okay, nicht hier. Da habe ich mich verguckt. Da kamen die hier, sind die nur hier um die Ecke gegangen. Hanzo kann auch mal abhauen. Den hole ich mir am besten jetzt erstmal. Ich hole mir den mal. Hanzo. Aufpassen, müssen wir hier mit gucken. Ja, dieser Aimbot ist überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht No-Hand. Hat überhaupt nicht No-Hand-artige Züge, ruft das hervor. Nee. Man kann es ja nicht beweisen. Schön, dass es jetzt erst eingesetzt hat, also richtig gut. Okay, mit 50 Sekunden. Wir könnten es definitiv zum ersten Checkpoint schaffen. Jetzt gibt es eine Abkühlung, wo soll die Sinn getan haben, damit es jetzt wirklich was gerissen hat. Hau ab, May, hau ab. Weil bei May ist es wirklich so, wenn die dich eingefroren hat, dann siehst du so, aim, schießen. Du weißt eigentlich schon, wenn er eingefroren ist und die steht so vor dir so und aimt erstmal auf den Kopf, dann kannst du eigentlich vollkommen aufgeben. So dumm! Ey, nee, nee, nee. Das ist ohne Scheiß die größte Kacke, wenn die Ulti geblockt wird. Und die wird ja immer geblockt. Und was macht er hier? Steht AFK rum. Schaffen wir also nicht mehr die Runde. Schön. Schönes Ding. Schönes Ding. Richtige Scheiße. Das Team ist wieder das Dümmste überhaupt. Nee, nee. Aber ich nehme die Runde trotzdem, ich heiße ja nicht Montana Black, der hier nur seine besten Runden nimmt. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Natürlich noch den Heiler hochvoten, ganz wichtig. Heiler ist immer gut. Dann würde ich sagen, die Runde ging jetzt 8 Minuten. Ziemlich lang. Aber dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.